Willst du in eine Hütte und alles friert um mich uns herum? Scheiße, das Feuer ist nicht stark genug. Tod! Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen zum nächsten Türchen. Und Home Makeover 2, Hidden Object. Ich kann mich irgendwie mal... Ich glaube, wir haben zum Goodbye Flash habe ich auch so ein ähnliches gespielt. Ich weiß eben nicht, was auf uns zukommt. Aber es ist eine 2 dahinter. Daher, das Hidden Object macht mir ein bisschen Angst. Aber da muss ich auch mal durch. Ne? Also, geht ja hier rum, Free Games zu finden, die unterschiedlich auch sind. Und da muss ich mich auch mal an etwas ransetzen, was ich nicht so mag. Okay. Enter your name. Ich will natürlich richtig schön angesprochen werden. Story Mode, siehste, nee, was nicht. Der Bürgermeister, to take over the house of Ermans late uncle. Was? Hab ich irgendwas? Musste ich den ersten Teil spielen, um das zu verstehen? Der Bürgermeister möchte das Haus von Emmas verstorbenen Onkel übernehmen. Was? Wer ist Emma? um das Grundstück zurückzubekommen. You need to find its kept secret house deed. Du musst dein versteckte Hausbesitz finden. Auf dem Weg hilfst du noch Emma. Was? Sachen zu verkaufen, damit sie Geld bekommen kann, um ihren alten Lagerraum neu zu dekorieren zu können. Was? Also, ich habe ja sonst manchmal Probleme zu übersetzen, aber hier musste ich einfach lesen, weil ich nicht verstanden habe, was das überhaupt will. Was? Habe ich einen Trailer vergessen? Habe ich das Handbuch nicht gelesen? Ja, ich bin selbst schuld. Ich habe das erste Spiel nicht gespielt, es war bestimmt packed mit spannenden, interessanten Decisions und Twists. Aber okay. Ich meine, es geht hier um irgendwie den Onkel. Ganz wichtig. Und Emma, ich möchte neu dekorieren. Hilf mir beim Verkaufen. Ich brauche Geld. Emma, du scheinst richtig, richtig sympathisch. Oh, endlich, ich bin zurück. Es ist so lange her, dass ich das letzte Mal in dieser Stadt war. Ich vermisse wirklich das Haus meines Onkels. Nicht mein Onkel, scheiß auf dem. Er soll in der Hölle verrotten. Aber das Haus von ihm, oh, ich liebe es. Material Girl. Vom Telefon. Hallo, ich bin noch am Telefon. Hallo, kannst du bitte aufhören? Okay. Oder ist das Emma? Ah, wir spielen das Mädel. Nee, auch ein Onkel? Wir kriegen das schon noch hin. Wir kriegen das noch hin. In meinem Kopf ist das wie so ein Detektivspiel gerade. Wer ist wer? Wer will was? Warum ist es versteckt? Warum ist hier alles noch aufgebaut und nicht zugeschneit? Warum ist das noch nicht geklaut? Also ich hätte ja, wenn der Onkel stirbt, sofort hier draußen... Das ist ja direkt an der Straße. Klau doch einfach diesen superschönen Wiegen-Schaukelstuhl. Ich bin jetzt beim Haus, beim alten Haus, beim Fluss. On the phone, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie gleich nicht mehr on the phone ist. Es ist schon lange overdue. Es ist schon lange über der Zeit. Der Besitzer ist schon vor Jahren gestorben. Aber niemand eignet sich dem Grundstück an. Also hat sich der Bürgermeister gedacht, er übernimmt es einfach. Geht das? Warte mal, der Onkel ist seit Jahren tot. Wir kommen jetzt erst dahin. Und das Haus sieht noch so aus. Und scheinbar hat er Post. natürlich, Sir. Ich werde Sie weiter auf dem Laufenden halten. Entschuldigung, dieses Grundstück ist nicht für den Bürgermeister. Denn Bürgermeister sind immer böse, habe ich von Bibi Blocksberg gelernt. Entschuldigung, wer bist du? Das ist das Haus meines Onkels und ich werde übers Wochenende hier bleiben und schlafen. Oh, das passt ja. Das ist ja, convenient. Ich liebe das Wort convenient, aber es ist schwer zu übersetzen. Wie praktisch für dich. Hast du denn auch irgendwelche Beweise dafür? Für dein, was du da willst? Jetzt noch nicht. Aber kommen Sie rein. Ich werde schon drin irgendwas finden.
Wie funktioniert das? Hast du den Schlüssel von deinem Onkel? Du bist seit Jahren nicht hier gewesen? Okay, ich bin so verwirrt. Jetzt sag bloß drin, seit Jahren ist er tot. Denk dran. Seit Jahren ist er tot. Denk dran. Okay, ich glaube, der Onkel will uns etwas sagen. Entweder er ist in seinem Haus verbrannt worden von irgendeinem Mob und das sind Rußpartikel. Oder er ist ein Geist und versucht seit Jahren darauf hinzuweisen, dass irgendwas nicht stimmt. Ach, ist denn nie jemand hierher gekommen, um hier aufzuräumen? Da hat sie recht, Emma. Keine Ahnung. Ich war seit Jahren nicht hier. Ja, das war ja auch eine kurze Andeutung gegenüber dir, Emma. Na, ich musste meine Haare machen. Warten Sie bitte einen Moment, ich räume hier auf. Wirklich, sie wartet jetzt? Clean up. Wir machen sauber. Aber wir sind zwei Frauen, kann sie nicht helfen? Warum sind hier Finger? Das ist ekelhaft. Keiner redet darüber, dass hier Abdrücke sind. Auf ein Fußabdruck. Ein nackter Fuß auf dem Tisch. Was war denn? War unser Onkel ein bisschen kinky oder was ist hier los? Okay. Und hier in der Hand? Ist er beim Gangbang gestorben oder was? Okay. Ich mach mal schön sauber. Gut. Och. Emma, wenigstens kannst du ein bisschen hier. Sieht doch schon viel besser aus. Naja, sieht immer noch sehr leer aus. Wenn da wirklich nie jemand war. Und das war das der Raum von dem Onkel. Ah, du musst so schnell wie möglich dieses Haus wieder herrichten. Wenn du es nicht machst, dann werden wir das Haus von dir wegnehmen. Das ist irgendwie nett und gleichzeitig auch seltsam. Was? Wieso muss sie das Haus wieder herrichten? Ah, ich verstehe. Ich werde versuchen, das Haus so schön wie möglich wieder herzurichten. Das nächste Mal, wenn ich herkomme, möchte ich auch die Papiere sehen. Warum bist du nicht vorher schon gegangen? Sie steht auf Emma. Hat sie gesagt, okay, gerne komme ich doch mit rein. Ist das schön, ist das hier unordentlich? Weißt du, jetzt muss sie doch gehen. Jetzt ist doch wichtig. Papiere? Na, Hauseigentümer, hier, ne? Oh, die Urkunde. Oh, ich meine, natürlich, kein Problem. Warum? Ja, stimmt, die muss aber irgendwo im Haus sein, stimmt schon. Wie alles noch, aber richtig, eigentlich ist alles noch ziemlich sauber. Naja, okay. Was ist denn immer alles? Ich komme später wieder, um nach dir zu schauen. Oh, jetzt fehlt nur noch, dass sie ein bisschen rot wird. Oh, ist ja doch ganz nett geworden. Oder ist sie am Telefon noch? Dann hättet ihr aber auch schreiben können ans Telefon. Das widerspricht dem, was ich vorhin gesagt habe. Trotzdem, jetzt bin ich verwirrt. Ihr könnt nicht eine Regel einführen und dann lassen. Hat sie wirklich am Telefon gewartet, während sie sauber macht, um ihr dann zu sagen, ich komme später nochmal? Spiel! Kann so ein bisschen Sinn machen. Ich weiß, du bist wahrscheinlich für irgendwelche 40-jährigen Mütter und 13-jährigen Mädchen. Das heißt ja nicht, dass du keine Logik... Doch, warte, das heißt das. Das heißt ja nicht, dass du keinen Sinn... Nee, warte. Kein Niveau, warte. Ach, Manno. Ja, okay. Nee, ich kann nichts sagen. Stimmt. Wo finde ich nur diese Urkunde? Ah, wie auch immer. Ein erneuter Home Makeover. Ein neuer Zuhause herrichten Arbeit. Das ist eine schöne Aktivität für meinen Urlaub. Ich denke, du bist nur übers Wochenende da. Und außerdem, was das für eine... Das magst du? Übers Wochenende? Hast du sonst keine Freunde oder? Nee, ich will nicht judgen. Es ist gut. Mach das. Hab Spaß. Aber, na okay. Wir brauchen Geld, um das wieder herzurichten. Was? Die Stube ist doch total... Die sieht total gut aus. Guck mal. Die war nur dreckig. Die sieht aus wie neu. Nichts kaputt. Na okay. Wir brauchen sehr viel Geld. Über ein Wochenende. Schnell in die Stadt, an den Hafen. Ich sehe, dass hier Sachen rumliegen. Wir können sie ja in Geld umwandeln. Beim Flohmarkt. Flohmarkt. Ja, wir machen jetzt einfach einen Hausflohmarkt. Und jemand kam schon. He wants a bell. He? Kill it with fire. Wirklich, das ist ein He.
falsch übersetzt, oder? Ich meine, Genderfluid in allen Ehren, aber meine... Ja, okay, schon gut. Schon unglücklich. Wirklich, sie geben mir weniger Geld, wenn sie warten müssen. Wer will denn hier eine Riesenkakerlake? Ist wirklich ein Hi. Okay. Klicke auf das Geld, er hat einfach das Geld hingeworfen. Weißt du, kommt so ein hässliches kleiner Junge rein. Ich möchte eine Glocke. Okay, ich such kurz. Jetzt kriegst du weniger, weil ich warten musste. Ja, hier. Hier hast du ein Geld, Bitch. Und wirft er das auf den Boden. Okay. Und dann kommt auch der nächste Kunde rein, weil Corona, wir müssen alle Abstand halten. Guck mal, da kommen noch mehr. Was möchten sie? Sie möchten sehr viel. Ein USB-Stick? Der Große möchte den der große, schwarze, bös aussehende Typ möchte dieses rosane Ding. Sushi, das steht, das schon seit Jahren da ist. Der böse Wissenschaftler möchte das. Ich kann mich nicht auf die konzentrieren. Wo ist denn da? Hoffentlich ist das viel Geld. Ein Thermometer für den Jungen. Was hast du denn damit vor? Aber das ist gut. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Und du möchtest das... Was ist das eigentlich für ein Raum? Die Tiere machen ja noch Sinn, ne? Aber da zum Beispiel so ein Chili da ist, macht überhaupt keinen Sinn. Nicht nach Jahren. Okay, Fun Fact. Ungefähr 70%, was der Wintersturm Tode passieren in Autos. Der Rest ist durch einen Herzanfall, weil man zu sehr, weil es zu kalt ist. Okay. Ja, macht Sinn, oder? Das Auto gefahren wird und dann kommt von der Seite so ein Sturm mit Schnee und es wird glatt und dann stirbt man. Heutzutage sind ja nicht mehr so viele doof und gehen raus in die Kälte und so, dass sie wirklich sterben. Aber gut, danke, dass du diesen Fun-Fact, total fun, in dieses Spiel reinbringst und meine Zuschauer dazu bringst, über den Tod nachzudenken im Winter. Nice! Wow! Stürme im Winter bringen ganz viele Leute um, auf verschiedene Art und Weise. Schickt uns doch eure Art und Weise, wie man durch Winter sterben könnte. Lol! Also... Wir haben schon ein bisschen Geld machen können durch unseren Verkauf. Also können wir uns einen neuen Boden kaufen? Das ist doch super, wie alles aussieht. Geh doch lieber in die anderen Räume. Hast du den anderen Raum gesehen? Der ist voll gemüllt. Warum sind die Spiele alle so unlogisch dumm? Bin ich das Problem? Was passiert? Das kenne ich seit Jahren. Okay, schon gut. Hurra! Lass uns die Option angucken. Wir haben nicht so viel Geld. Also lass uns einmal das nehmen, was wir uns auch leisten können. Also, blauer Teppich. Keine Extras. Und auch keine Garantie, aber dafür umsonst Lieferung. Kostenlose Lieferung. Ori Gaming loves this color. Jeder mag diese Farbe, ich nicht. Ist ja echt hässlich. Sehr elegant. Nee, okay. Ganz ehrlich, ich will gar keinen. Das davor sah besser aus. Lass doch einfach die Holzdinger. Dann wiederum, extra Teppich ist schon gut im Winter, ne? Weil wir wollen ja keinen Herzanfall haben, also. Das sieht richtig gut aus. Naja. Ich hätte es nicht besser auswählen können. Bin ich wirklich mit dir da? Ich bin gerade verwirrt. Sind wir in deinem Kopf? Bist du Schizo oder sowas? Bin ich mit dir im Raum? Was machst du? Okay, lass uns noch mehr verkaufen. Verkauf doch einmal ganz viel und dann gucken wir weiter. Ah, okay. Verkaufen wir noch mehr. Okay, wenn der Timer fertig ist, dann kommen keine Leute mehr. Okay, wir können aber auch im Pausenmenü Relax-Modus anschalten. Okay, und wir können uns hier einen Hinweis geben, wo etwas ist. Na, ist ja langweilig. Guck mal, ich finde viel interessanter, was das für Leute sind. Der Müll lag die ganze Zeit draußen. Nehmt's doch einfach. Okay. Da ist schon wieder der hässliche Junge. Ja, ganz subjektiv. Und wer sagt... Nein, das ist der hübscheste Junge, den du jemals gesehen hast. Pff,
Good for you. Warum will der eine... Warum war da oben eine Steckdose? Oh, neuer Fun Fact. Wenn du auch mal von zu Hause einen Flohmarkt starten möchtest, im Sommer, am Wochenende, besonders Freitag und Samstag, sind die besten Zeiten. Wow, dankeschön. Das ist ein geiler Fun Fact. Hätte ich niemals gedacht. Wahrscheinlich nur in Amerika, wo am Sonntag viele Leute in die Kirche gehen, weil sie Gott so lieben. Ich habe fast vergessen, dir zu sagen. Du kannst Gegenstände besser finden, wenn du genauer hinguckst. Emma, no shit, Sherlock. Emma, komm mal her, Emma. Komm mal her, ich will dir einmal ganz richtig doll am Zopf ziehen. Du kannst deine Maus benutzen, um rein zu zoomen. Das probieren wir doch mal aus. Das ging vorhin nicht. Oh, es geht! Creepy! Oh, warte mal. Sie sagen nur, was sie ungefähr haben wollen diesmal? Ich brauche einen Hint. Nee, das macht mir jetzt keinen Spaß. Ich wollte doch einfach nur gucken. Nein, jetzt... Ja, ich war kurz davor... zu loben, ne? Und zu sagen, hey, Hidden Object Games sind ja gar nicht so scheiße. Aber jetzt... Und die kommen immer wieder, die Leute. Könnt ihr nicht auf einmal alles kaufen? Hä? Toller Tipp eben nochmal. Danke, Emma. Da. Das war knapp. Roller Skates habe ich gesehen. Das habe ich aber nur erkannt, weil nicht man halt erkennt halt Rollerskates, ne? Was will er denn schon wieder? Warum willst du das überhaupt haben? Geh weg, Junge. Junge. Guck mal, das ist riesig. Das ist das hier. Okay. Da ist wieder der Typ mit dem Korn, der will den Korn. Ich weiß nicht, was die Oma will. Ich weiß einfach nicht, was die Oma will. Hint. Nein, den habe ich gesehen. Nein, jetzt hat er mir den Hint gegeben für das, was ich schon weiß. Nein, gleich gehen sie weg, die beiden hässlichen Typen. Die Oma ist bestimmt auch ein Typ. Das sind Würfel gewesen. Ach, ich als Boardgame habe das nicht gesehen. Und er will... Was war das? Ein Drill? Ja, Boys will be Boys. Fun Fact. Säubere alle Teile von deinen Gartenmöbeln, bevor du es für den Winter reinstellst. Denk dran, atmet nicht weiter, wenn ihr mit dem Kopf unter Wasser seid. Hilfreich, kocht euer Essen, wenn es roh ist. Nein, warte, das ist ein guter Tipp. Wenn ihr rausgeht und es regnet, dann könnte es sein, dass ihr nass werdet. Heieiei. Was ist denn hier? Bringt Freude in jeden Raum. Nein, das sieht aus wie Schimmel. Das bringt keine Freude. Für den klassischen Look. Wie wär's mit Kain? Lass das doch einfach so. Das ist voll gemütlich. Das sieht aus wie so eine Hütte im Wald im Winter. Okay, damit hören wir auf. Nee, Emma, nein. Ich hab's probiert. Wenn ihr Hidden Object Games mögt, dann ist das ein gutes Spiel. Es funktioniert. Man kann es erkennen. Es ist nicht so schlimm wie auf dem DS damals. Da waren ganz schlimm zu erkennen. Nein, es ist wirklich nicht schlecht. Es funktioniert. Die Geschichte ist super interessant, denn wir suchen ja immer noch, anstelle, dass sie sucht. Wie wär's, wenn sie einfach mal diese fucking Urkunde sucht, die Besitzurkunde. Aber nein. Das müssen wir natürlich stretchen. Oh, ich reg mich wieder zu sehr auf. Ist mir schon klar. ja, das war Home Makeover 2. Irgendwas mit Winter oder so. Aber denkt dran. Der Winter kommt und im Winter sterben viele. Seid nicht einer davon. Weil sonst könnt ihr nicht mehr meine Videos gucken. Also rein egoistisch gesehen. Bis dann. Tschüss.